Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play bzw. Let's Livestream Europa Universalis 4 als die Mamelucken. Beim letzten Mal ist es nicht gerade so wahnsinnig gut gelaufen, aber wir sind mit dem blauen Auge davongekommen, würde ich mal sagen. Wir haben, glaube ich, gerade den Krieg fertig gemacht. Gegen wen war das denn? Irgendwie da unten, und wir haben Zeuge an unsere Vasallen verfüttert. Ich glaube, da war auch noch irgendwas Blaues vorher. Ich sollte jetzt eigentlich live sein. Ich sehe gerade nicht, dass ich live bin, was mir nicht gefällt. Moment. What is happening? Aha, okay, jetzt sehe ich's. Mein Browser hatte das irgendwie nicht geupdatet. Super! Nicely done. Okay, anyways. Machen wir mal weiter. Wir wollen, glaube ich, als nächstes Shamar angreifen, oder? Medina hat dann Claim? Oder ein Korn sogar? Claim, glaube ich, oder? Erhebt Anspruch. Jupp, ein Anspruch auf die Provinz. Okay, ansonsten haben wir ziemlich viele Kredite, die wir zurückzahlen müssen, leider. Fünf, naja gut, ziemlich viele. Fünf Stück sind noch ganz okay. Wir haben Kent Diploberater, den brauchen wir irgendwann mal, wenn wir anfangen, unsere Vasallen zu integrieren. Aber für den Moment ist das, glaube ich, noch ganz okay. Und außerdem sind unsere Stände ein bisschen angepisst auf mich, vor allem die Emire. Aber das sollte sich dann schon auch irgendwann wieder einkriegen. Oder sie, besser gesagt, sollten sich dann auch irgendwann wieder einkriegen. Wir haben noch gerade eine Rebellion zurückgeschlagen. Sonst sieht es so aus mit Rebellenfraktionen. Nicht so schlimm. Na, ist okay. Damit kann ich leben. Hey, hallo Graugreiter. Das heißt, wir werden kurz chillen. Ich meine, ich will den Krieg gegen Shamar, glaube ich, so schnell wie möglich führen. Weil er hilft nichts zum Warten. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt meine eigene Army-Maintenance hochgeben muss. Können das nicht meine Vasallen für mich erledigen, eigentlich? Wie gern haben die mich eigentlich? Sehr gern. Und Liberty Desire haben sie auch keinen. Super. Meine Diplomaten machen was? Ich habe irgendwas automatisiert, glaube ich. Falscher Knopf. Da ist der richtige Knopf. Eigene Untertanen. Ich nehme mal an, das sind meine Vasallen und Verbündete. Yo! Das hört sich doch mal nicht schlecht an. Was sind welche Verbündeten? Da war sie und Hormus. Aha. Da könnten wir also dann wieder noch mehr verfüttern gehen. An Hechas. Weil mit ihnen will ich, glaube ich, nach Shama integrieren. Right? Oder wollte ich die sogar vor Shama schon integrieren? Wen wollte ich denn jetzt Shama verfüttern? Nein, ich glaube, ich wollte das mit ihnen verfüttern und dann mit ihnen integrieren. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich hoffe, ich tue es. Und die könnten wir eigentlich schon integrieren mittlerweile. Das heißt, wenn wir jetzt warten, ist es wirklich besser, wenn wir schon mal so schnell wie möglich angreifen. Komme ich denn ins Minus, wenn ich meine Army Maintenance hochstelle? Ein wenig, aber das wird dann wahrscheinlich das hier sein, oder? Ja, 25 Dukaten pro Runde für die Mercenaries. Wie viel braucht man da noch, bitte? Wie viele Mercenaries brauche ich noch? Horn muss im Krieg annektieren. Aber da habe ich keine Coring Range, oder? Oder du meinst, zu einem neuen Vasallen machen? Ich glaube, höchstens an Hedgehogs könnte ich das verfüttern, so wie ich das sehe. Die guten Hornmuster da unten. Dann so lange wird es nicht dauern. Und sonst nehme ich halt wieder den Kredit auf. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung in diesem Let's Play gerade. Okay, Äthiopien lasst uns nicht mehr durch, das ist okay. Okay, jetzt sind wir nur noch auf minus 8. Kriegt sich mal wieder ein. Wir haben halt keine Manpower, ist bisher das Problem. Wieso ist es gerade teurer geworden? Das verstehe mal einer. Da sind die guten. Aha, ihr habt noch ein bisschen ein Problem. Nach unten bewegen könnten wir euch eigentlich auch mal. Du hast 10-1, du hast was? 9-3. Okay, da stimmt irgendwas gar nicht. Du kriegst mal noch ein Pferdchen darüber und dann ein Pferdchen dahin und du kriegst ein Pferdchen dahin und dann haben wir immer noch eine ungerade Zahl an Infanteristen, wie es aussieht. Das mir auch nicht taugt, aber es ist nun mal so. 9-3 und 10-3 haben wir dann hier, ha? Huh? Jo, okay. Komm, Leute, wir können Hormus als Vasallen nehmen. Ich weiß noch nicht, ich bin eh schon über dem Diplo-Limit und ich brauche ja meine Diplo-Points dann zum Annektieren. Das heißt, es wäre vielleicht gar nicht so schnell, sich nicht noch einen Vasallen aufzureißen. Aber mal schauen. Ich kann auch einfach alles vielleicht dann hätten. Naja, doch, wenn ich Shamar angreife, kann ich zuerst ein Separate Piece mit Davazir machen und dann ein Separate Piece mit Hormus und bis dahin könnte ich eigentlich das alles an Hedgehogs verfüttern. Anstatt
Anstatt mir noch ein Vasallen aufzureißen, sozusagen. So, aber ihr kommt jetzt mal da runter. Wie viel Minus machen wir noch? Immer noch minus 463? Ist ja doch nicht so fies. Spiel. Ja, es kommt circa auf 0 raus. Ich könnte natürlich, ich brauche den nicht wirklich gerade so viele Söldner. Ist das Osmanische Reich und die beschäftigt nicht wirklich? Wie stark seid ihr schon wieder? Wo ist das Osmanische Reich? 23.000 haben sie gerade mal momentan. Okay. Habe ich noch Söldner Pferdchen? Ist eine berechtigte Frage, die ich mir gerade selber stelle. Nope. Wenn ich seltene Pferdchen haben sollte, soll ich die loswerden. Nope, keine seltenen Pferdchen. Das heißt, es ist jetzt halt einfach mal gar wenig Geld da. Shit happens. Alright. Let's get going. Okay, wir haben keinen Kriegsgrund mehr beim Bishar, weil die gerade aufgefressen wurden. Hier von Medribari. Kurz bevor ich das mache, sollte ich vielleicht mal ein Auge werfen auf die Aggressive Expansion. Okay. Echt gar keine haben wir. Nein, 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 nein. Schau mal. Ich habe mich gerade gewundert. Hä? 32, ja. Ich meine, die werden dann schon ziemlich böse werden irgendwann. Aber damit muss ich jetzt mal vorläufig leben, würde ich sagen. Nur noch nicht, dass es unbedingt gleich ein Koalitionskrieg wird gegen mich. Ah ja, ich annektiere wen? Ich annektiere Hedgehogs. Aha, jetzt verstehe ich erst das Problem. Das habe ich vorher noch überhaupt nicht gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt schon Hedgehogs annektiere, kann ich Schaman Medina verfüttern und ja, klar, dann kann ich mir Hormus aufreißen eigentlich. Das ist richtig. Ja, dann machen wir es so, wenn es sich ausgeht. Das sollte sich eigentlich ausgehen. Ich sollte alle 100% können. Jetzt brauche ich noch irgendwo wieder einen eigene Untertanen. Yo, ist mir gar wichtiger als die Verbündeten. Also holen wir dich mal zurück, damit wir auch einen Krieg erklären können und nicht nur drüber reden. Handelseffizienz ist mega ein bisschen wichtiger mit meinen Geldproblemen. Ich hätte außerdem gern irgendwann mal wieder Manpower, wenn es okay wäre. Maurische Flüchtlinge, im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, Granada ist in die Hände der Ungläubigen gefallen. Der letzte Juwel von Al-Andalus, ein Leuchtturm der Bildung, ist nun in kastilischen Händen. Wenn die islamische Welt aufgrund dieses Verlustes taumelt, fliehen maurische Flüchtlinge in Scharen in die muslimischen Städte und an die Höfe Nordafrikas und des Mittleren Ostens. Sie bringen Wissen und Werke von außergewöhnlichen Gelehrten wie Ahmad ibn Rushd Abu al-Qasim und Muhammad ibn Tufail mit. Diese Flüchtlinge nach Mamelukenreich einzuladen, könnte für unsere Bemühungen im Bereich der Wissenschaft und der Kultur einen enormen Aufschwung bedeuten. Okay, ich verliere 50 Diplopower. Grundsteuer, das ist Base Tax, ja? Ich verliere 25 administrative Macht. Jo, das ist mir egal. Minus 5 Tag, minus 5 Idea. Nice, alles super. Nope, nehmen wir natürlich gerne. Die zurückgelassenen Familien. Naja, das ist wieder so ein Krieg. Ist, glaube ich, muss ich nicht. Habe ich wahrscheinlich schon mal vorgelesen. Was wollen wir denn? Unruhig. Alles global? Für 5 Jahre. Meine Rekrutenreserve kann ich nicht machen. Unruhe kann ich auch nicht machen. Noch weniger Steuernahmen. Wurscht. Geld wächst auf Bäumen. Ist egal. Wir verlieren einfach immer mehr Geld. It's okay. Nee, ich glaube, wir greifen gleich schon mal an. Jetzt muss mal hier was weitergehen, finde ich. Bei uns macht keiner mit. Ist aber auch egal. 93 Punkte von Legalismus weg. Schade, mir gefällt Legalismus eigentlich. Okay. Timuridenreich hat mich gerivalt. Sehr unschön von ihnen. Okay, meine lieben Vasallen können sich bitte um Schamar kümmern. Wir sind deren. Wo ist denn das Fort? Da ist die Hauptstadt. Okay, kein Ziel. Mach dich mal nützlich. I don't know. Hedjas. Der Rest kann sich. Und du kannst dich dahin hauen. Medina. Und Fadel haut sich dahin. Um ihnen mal so ein bisschen Ziele zu geben. Und wir hauen uns da runter mit unseren Truppen. Ich meine, wir könnten sie noch schnell killen, ihre Armee, damit meine Vasallen nicht so ein Problem haben. Ich habe nur einen Anführer, gell? Ja, mein Chef ist selber. Aha, da sind sie. Ich erreiche sie nicht. Sehr gemein. Die waren aber schnell, muss ich sagen. Hey, die wollen sich zusammentun. Nicht blöd. Eher blöd von mir. Was ist bei dir die Hauptstadt? Da auch. Okay, dann gehen wir mal da hin.
Ich meine, wenn sich die alle zusammentun, dann ist es wahrscheinlich schon sowas wie eine Armee. Nehme ich jetzt mal stark an. Wieso ist Fadel so schwächlich auf der Brust? Nur drei. Ihr habt sie so viel Land. Ihr habt es wahrscheinlich noch nicht gescheit gekort da. Handelsgilden und Bruderschaften. Gilden und Bruderschaften sind seit jeher ein konstanter Faktor des öffentlichen Lebens. Der Sultanat sind oft kleinen Gemeinschaften in der Gesellschaft. Des Sultanats. Was? I don't get it. Die ihren eigenen Regeln, Sitten und manchmal sogar Gesetze haben. Für diese Verbände ist es auch gebräuchlich, sich mystischen Traditionen, dem Sufismus und einer unorthodoxen Auslegung der Scharia hinzugeben. Dies macht es manchmal schwer, das Gesetz der Ulema in der Stadt durchzusetzen. Ein Handwerker aus Dimaschk hat sich an den Staat gewandt und uns vor einem Gildenmitglied mit großem Einfluss bei örtlichen Angelegenheiten gewarnt. Ein jeder, der in dieser Stadt ein Handwerk ausüben will, muss derzeit von diesem Mann die Erlaubnis erhalten und ihm die Treue schwören. Nee, Legalismus und Prestige kriegen wir auch noch gratis dazu. Ich glaube, das hole ich mir lieber. Naja, das sind jetzt 10.000 oben. Könnt ihr euch alleine wehren? Ich bezweifle es. Nein, ihr werdet jetzt alle abgeschlachtet. Wo ist denn das Hakerl? War da nicht mal ein Hakerl, dass die anderen sich dazu gesellen können? Aha, okay, da ist es. Hast du einen General, der was kann? Nein. Okay, just asking. Wir schaffen es auch ohne General, der was kann, sagen wir jetzt mal. Okay, nicht, wenn da nochmal 7.000 weitere dazuschauen. Eieiei. Wenn die 16.000 da oben rumstehen, dann hau ich mal die lieber wieder ab. Weil ich will die jetzt gar nicht abziehen, bevor ich deren Hauptstadt nicht habe. Unmoralische Preise. Die Kornpreise sind notorisch instabil. Viele Faktoren, angefangen vom Wetter am Anbauort bis hin zu Vorfällen, die sich hinderlich auf die Lieferung auswirken, können den Preis urplötzlich in die Höhe schnellen lassen. Aufgrund einer solchen raschen Veränderungen herrscht in vielen unserer größeren Städte derzeit akuter Kornmangel. Die hungrigen und verzweifelten Gemeinen richten ihre Wut auf die Händler, die ihrer Ansicht nach diese Situation zur Preistreiberei missbrauchen. Die Händler dagegen behaupten, dass dies eine natürliche Folge des Mangels ist und dass es einfach nicht genug Brot für alle gibt. Jetzt sind die Kaufleute dann auch noch angepisst auf uns. Na, das brauche ich eigentlich gerade wirklich nicht. 40 Dukaten verlieren mich auch nicht. Die Kaufleute können auf mich angepisst sein, von mir aus. Okay. Sind die jetzt wieder ganz abgehauen? I don't get it. Unsere Küste wurde überfallen. Schaffst du es darüber? 6. Mai. 23. Mai. Jo, du schaffst es da voll rüber. Die Frage ist, ob ich es rechtzeitig dahin schaffe. Eher weniger, um dir noch unter die Arme greifen zu können. Das wird dir wahrscheinlich recht schnell an den Kragen gehen hier. Nein, sie schaffen es sogar dahin. Wieso sind wir jetzt nur 15,6? Hey, kannst du dich bitte an meine Armee anschließen, so wie es gehört? Nein? Okay, dann schleiche ich mich aber jetzt auch lieber. Gemeinsam sind wir stark, alleine eher weniger. Okay, können wir bitte diesen Siege fertig machen, bevor die diesen Siege fertig kriegen? Und dann könnte ich sie angreifen gehen. 21%, guter Anfang. Hedgehass hat nochmal aufgerüstet. Alright. Gehen wir jetzt bitte mal alle dahin. Weil die brauchen aufs Maul. 21.000 haben die zusammen. Die Stadt Al-Quds hatten wir es nicht schon? Ja, ich glaube. What? No. Oh mein Gott. Verlieren auch noch Instabilität? Ey, ich kann nicht die ganze Zeit nur Steuereinnahmen verlieren. Jeder muss den ganzen Scheiß auch bezahlen, Leute. Eieiei. Yo, yo, yo. Ne, so expansive Geldpolitik, was wir hier betreiben. Friedensangebot aus Shamar. Na, noch nicht. Wir müssen die anderen noch fertig machen. You don't understand. Ich meine, da was hier können wir mal bald rausnehmen, glaube ich. So, wenn wir das verlieren, werde ich angefressen sein. Wir haben 0,8 mehr Moral und wir haben mehr Tactics. Können wir die bitte einfach dem Erdboden gleich machen, wie sich's gehört? Okay, ich meine, Davos hier sollte eigentlich keine Lust mehr haben. Right? 99%. Achso, ich muss dich schon wieder umdingsen, damit du Hedgehass gehörst. Servus Hedgehass. Servus Hedgehass. Servus Hedgehass. Ich meine, ich zweifle leicht, dass sie es noch schaffen, das zu kornen, bevor ich sie annektiert habe. Aber wenn sie es schaffen, wäre das ziemlich geil. 1, 2, 3, 4. Will er wieder nicht. Ja, geh. Ja, das heißt, wir müssen denen jetzt ein bisschen nachlaufen. Was unangenehm ist, aber sich leider momentan nicht verhindern lässt. Ich werde jetzt da, glaube ich, brutal einen ganz normalen Consolidate vornehmen.
Erstens kostet das zu viel, zweitens haben wir sowieso keine Manpower. Also ich weiß schon, dass ich für die Söldner keine Manpower brauche, aber die kosten dann wiederum einen Haufen Geld, um sie zu verstärken. Können wir da Stack wipen oder laufen die wirklich bis ins letzte Eckerl? Die laufen darüber? Schweine. Schlau, aber trotzdem Schweine. Okay, unsere Vasallen passen da ein bisschen auf. Was? Ihr wollt wirklich... Seid sie geht? Okay. Ein Brief aus Äthiopien. Wir haben einen Brief aus Äthiopien bekommen. Wie nett. Wir haben heute den Brief vom äthiopischen Kaiser erhalten. Die Nachricht ist ein detaillierter Bericht über die zahlreichen bekannten Missetaten unseres Sultanats gegen die Kopten, die innerhalb unserer Grenzen leben. Blödsinn! Wir sind urnett. Es gibt jedoch kaum Grund zur Sorge, da der Patriarch sowohl der ägyptischen als auch der äthiopischen Kopten unsere Geißel ist. Good job. Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass ein äthiopischer Monarch die Sicherheit seines Kirchenoberhaupts in solch einer Angelegenheit riskieren würde. Schickt eine sarkastische Antwort. Ich meine, wir müssen, wenn das schon zur Auswahl steht, dann müssen wir eine sarkastische Antwort schicken. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Okay, Stack Wipe. Nein, kein Stack Wipe? Sag mal. Was ist mit euch? Botschafter inhaftiert. Der typische Kaiser war bei unserer Hand. Ist unseren Botschafter inhaftieren ließ. Oh. Wir sind ein bisschen am Streiten. Dabei habe ich eh keinen Streit mit ihnen. Aber wenn mir das Spiel solche schönen. Solche schönen Auswahlmöglichkeiten gibt, dann muss ich zuschlagen. Jetzt fühlen sie sich besser? Warum fühlen sie sich jetzt besser? Was geht mit ihnen? Ja, all den Geld will ich auch noch. Ah ja, das wäre echt nett. Bitte aufhören, störrisch zu sein. Solange die hier nicht durch können, ist ja alles okay. Ihr könnt sich dabei um die kümmern gehen, bitte. Hallo? Könnt sich wieder um die kümmern gehen? Niemand muss zu mir kommen. Unsere Küste wurde überfallen. Ja, passt eh. Wir machen das Portal nochmal. Ja, ich kann dich jetzt eh nicht auflösen. Hey, ist das Miltek? Wie kriegen wir Miltek? Nice. Ist auch auf minus 5%. Wir haben 6% Malus für Institutionen. Das heißt, wir sollten es uns eh so schnell wie möglich holen eigentlich. Jetzt haben wir insgesamt ein plus 1% gehabt, aber die Miltek brauchen wir halt. Die nächste Miltek wird auch ziemlich wichtig. Das heißt, wir upgraden jetzt zu muslimischer Duellinfanterie. Wonderful. Ich brauche noch keinen Diplotypen for now. Wenn jetzt dann der Osmane auch noch angreift, ist es der beste Mamelukenstab, meiner Meinung nach. Danke. Ja. Nee. So machen die schon nicht. Sag ich jetzt mal. Na, müssen wir echt mal kurz ein bisschen chillen. Vor allem, wenn wir noch eine Koalition gegen uns auch noch bekommen. Ich war vielleicht ein bisschen übereifrig am Anfang. Vor allem habe ich den Krieger ein bisschen verkeckt. Gibt's Stackwipes noch in dieser Version oder sind die rausgepatcht? Okay, die wurden zumindest gestackwiped. Die rennen da oben immer noch rum, wie sie wollen. Ja, das dauert auch ewig. Sind auf Speed 4 sogar. Ich traue mich, was hier mit Speed 4 Krieg zu führen. Frieden verhandeln. Okay, langsam sehen sie das Licht am Ende des Tunnels, aber noch nicht ganz. Ja, wir werden das holen, damit wir uns halt holen können. Auch wenn es nur 0 ist. Jetzt eigentlich hätte ich gerne die Diplo-Ideas. Avlad al-Nas. Mamelukensklaven wurden seit früher Kindheit zu loyalen Kriegern erzogen und besitzen das volle Vertrauen ihrer Besitzer oder Arbeitgeber. Ihre Söhne aber sind die Avlad al-Nas, die unter weitaus bequemeren Umständen aufgewachsen sind und in der Regel weitaus unfähiger und illoyaler sind. Unfähiger als königliche Mameluken zu dienen, bilden die Avlad al-Nas stattdessen eine soziale Elite innerhalb regulärer Militäreinheiten und der unteren Verwaltung. Diese vornehmen Söhne selbst versuchen jedoch immer wieder zu beweisen, dass sie für größere Aufgaben bereit sind. Mit der offenen Position als Kommandant der Verteidigung von Kirenaika hoffen einige von ihnen, dass wir sie mit dieser Aufgabe betrauen werden. Verlier 5 Legitimität, bin ganz halt Kommandant der Avlad al-Nas. Rekrutenreserve plus 25, Verteidigungsfähigkeit plus 15, also nur lokal. Für Benghazi. Ja, dann, wenn es nur lokal ist, hole ich mir doch lieber noch Legitimität, die global ist. Statt auf irgendeinen Charter. Können Sie sie für Prügeln gehen? Wo sind meine Leute überhaupt? Wie schauen wir jetzt aus? Da basieren? Just asking. Immer noch 4 Gründe zu wenig. Geht's Schläger mit ihnen und besiegt sie? Oder wir müssen uns einfach das... Oh Gott, wir müssen uns einfach das Fort dann wiederholen. Okay, wir haben keinen Kriegsgrund mehr gegen Genua, was mich jetzt nicht ganz so aus der Bahn wirft, muss ich ehrlich zugeben.
Oh, Handelseffizienz plus 10%. Keine Ahnung, ich schau, wir sind schon auf 28% hier. Spiel. Okay, wir sind auf 35%. Immerhin geht's rauf. Come on. Ich glaube an dich. Nein. 49 geht immer noch rauf. Es ist die richtige Richtung. Es bleibt nicht stehen. Stadtplanung in Kairo. Allah ist groß, selbstverständlich. Sultan Barzbai der Erste. Wir haben ja einen coolen Namen, das hatte ich auch schon vergessen. War als Herrscher bekannt, der dem Ausbau der Städte, insbesondere in Kairo, besonderes Augenmerk schenkte. 1457 gab der Sultan den Befehl zum Bau zweier neuer Bäder und einer großen Gemeinschaftswohnstätte im Bain al-Kasrain-Bezirk. In dieser Zeit wurde auch die Verbreiterung der Straße Kasaba beschlossen, die als die Hauptverkehrsader Kairos durch den Bezirk führte. Zwar war hierzu der Abriss verschiedener älterer Bauwerke nötig, doch die wichtigsten Historiker loben den Schritt als gelungene Maßnahme zum Wohle der Bevölkerung. Allah ist groß! Yay, mehr Legalismus, ist cool. Minus 10% Entwicklungskosten in Kairo, das würde wieder dazu führen, dass man vielleicht doch die Institution bauen will, aber mittlerweile, glaube ich, habe ich mich definitiv dagegen entschieden. Also wird daraus wohl nichts. Im Let's Play haue ich hier kurz einen Cut rein.